Gernot Schödel, Geschäftsführer der VDFS, Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden. Das ist ganz eindeutig Muttertag im gleichnamigen Film von Harald Sicheritz aus dem Jahr 1993. Die Szenerie auf der Terrasse der Wohnbauanlage am Schöpfwerk in Wien-Altmannsdorf. Und dort das Geschehen, wo das sozusagen das Chaos einen Lauf nimmt und diese Verdichtung an skurrilen, absurden Momenten ist einfach großartig. Und das ist für mich so die österreichische Antwort auf Monty Python. Hervorzuheben vor allem die Rolle des Roland Thüringer als Oberneugebauer, und da gebührt in meiner Meinung nach der Oscar. Das ist einfach schlicht und einfach genial. Das ist vermutlich der tägliche Umgang mit kreativen Menschen, das Arbeiten in der unmittelbaren Nähe zu Kunst und Kultur. Ich bin selber sehr kunstaffin und mein Bruder zum Beispiel ist auch Filmemacher, und ich erkläre also meinen Kindern immer, wenn sie fragen, was denn der Papa so beruflich macht, erkläre ich das immer so: Der Onkel Florian macht Filme und der Papa sorgt dafür, dass er dafür ein Geld bekommt. Und viel einfacher kann man, glaube ich, die Tätigkeit einer Verwertungsgesellschaft nicht erklären. Ja, mein erster Kontakt war jener über die sozialen und kulturellen Einrichtungen der VDFS. Wir finanzieren daraus seit vielen Jahren Aktivitäten der Vienna Film Commission, beispielsweise den Austrian Pavillon am Marché du Film in Cannes, Möglichkeit für Austausch und Treffen der Filmschaffenden. Ui, da gibt es viele, aber ich wähle aus gegebenem Anlass die Dachterrasse des Österreichischen Genossenschaftsverbands in der Löbelstraße im ersten Wiener Bezirk. Das ist jener Ort, wo wir jedes Jahr das Ende des Geschäftsjahres feiern nach der Generalversammlung. Man hat dort einen einmaligen Blick über Wien, über das Burgtheater und das Rathaus. Es ist sehr empfehlenswert. Was die VDFS betrifft, ist das nächste wichtige Projekt jedenfalls die Übersiedlung des Büros. Die VDFS wächst seit vielen Jahren kontinuierlich und uns geht der Platz hier allmählich aus. Und wir haben schon etwas im Ausblick, Stichwort Dachterrasse. Aber es ist noch zu früh, Konkreteres zu sagen. Aber wir werden natürlich die Bezugsberechtigten und unsere Partnerinnen in der Filmbranche rechtzeitig informieren, wenn es soweit ist. Ja, da ich selber nicht auf Filmsets bin, kann ich nur das berichten, was mir also Filmschaffende und Produzenten regelmäßig berichten. Und das ist immer größerer Zeitdruck bei gleichzeitig sinkenden Budgets. Und auf der anderen Seite haben wir aber die sozusagen steigerten Gewinne, vor allem der digitalen Verwerter. Es wird mehr Film als je verwertet und genutzt. Und eine wichtige Aufgabe der VDFS ist es daher, hier für einen gerechten Ausgleich zu sorgen. Ja, die Beziehung zwischen der VDFS und den verschiedenen Institutionen der Filmschaffenden, so auch der Filmcommission, lässt sich am besten beschreiben, so wie die eines alten Ehepaars. Also wir sind sozusagen eine treue und verlässliche Partnerin, auch für die Filmcommission in guten wie in schlechten Zeiten und auf jeden Fall auch in den nächsten 10 Jahren. In diesem Sinne, alles Gute!